Why are you crying, sweetheart? Because you're not real. I'm not. What is going on? Ja, wir sind hier wieder im Auto. Naja, mit unserem Vater, mit unserem verstorbenen Vater. Das scheint wieder so eine Art Traum zu sein oder was auch immer. Wir gucken uns erstmal um. What's past is prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Okay, wir sehen hier gerade das Plakat von dieser Theateraufführung. Auf der Straße haben wir auch eben gerade Rachel gesehen. Hier ist noch die Weinflasche, die wir zusammen gestohlen haben, beziehungsweise uns ausgeliehen haben. Stehlen tut man ja nicht. Und hier ist noch die Schaufensterpuppe. Ich guck mir das alles mal an. I guess I did that. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Ich guck mir erstmal die Weinflasche weiter an. I don't feel drunk. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it. You came.
Oh Gott. Ja, natürlich bin ich gekommen. Ich lasse dich ja nicht einfach im Stich. Ich war gerade ein bisschen ruhiger, weil dieser Traum, ich nenne das jetzt mal Traum, es war auch ein Traum. Ja, dieser Traum, der hat mich so ein bisschen mitgenommen gerade. Und dieser Satz, Menschen brauchen dich, auch wenn sie es nicht zugeben, da ist was dran. Das ist ein wahrer Satz. Viele Leute sagen immer, sie brauchen einen nicht, dabei brauchen sie einen am meisten. Was antworte ich denn jetzt? Ich sag einfach, ich auch. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat and how calm he was and the sound of his voice and he was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Don't worry about it. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense. And new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know, I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But
but you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle. You inspired me. What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Can I borrow your lighter? Thank you.
Ja, und das ist das Ende der ersten Episode von Life is Strange Before the Storm. Ein sehr emotionales Ende, ein sehr aufregendes Ende. Ja, Chloe ist nochmal zu Rachel gegangen, was ich auch die richtige Entscheidung fand. Also wir konnten es jetzt gar nicht so entscheiden, aber ich hätte es auch so gemacht als Freundin. Und die beiden verbindet auf jeden Fall was. Das merkt man auch einfach. Das ist eine besondere Freundschaft. Und ja, Rachel hat sich Chloe geöffnet und hat gesagt, was los ist. Meine Vermutung war leider richtig, dass das ihr Vater da unten war mit einer fremden Frau. Und ja, Chloe und Rachel wollen zusammen durchbrennen, zusammen abhauen. Auf einer Seite kann ich es auch verstehen. Ja, die erste Episode war sehr packend. Wir haben ein bisschen mehr über Rachel erfahren, ein bisschen mehr über das Kennenlernen von Rachel und Chloe. Und ja, es hat mich auf jeden Fall emotional sehr gepackt, die erste Episode. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in der zweiten Episode dann. Ich weiß gar nicht genau, wann die kommt. Ich habe letztes Mal schon mal geschaut und da stand, glaube ich, Ende Oktober oder halt November. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so offiziell war. Aber natürlich werde ich die zweite Episode auch let's playen. Ich freue mich schon, wenn es weitergeht. Und hier haben wir nochmal die ganzen Entscheidungen. Hier steht, wie wir uns entschieden haben. Und dann sieht man auch nochmal, wie sich die anderen entschieden haben. Bei der ersten Entscheidung hat die Mehrheit angegriffen. Ich bin weggelaufen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da keinen Bock drauf, auf den Typen. Bei der zweiten Entscheidung war die Mehrheit nett zu Joyce, also zu der Mutter von, also Chloe war nett zu ihrer eigenen Mutter, so. Finde ich eine gute Entscheidung. Es gab auch Leute, die haben sich dafür entschieden, gemein zu Joyce zu sein. Aber ich finde, die Mama, die ist ganz nett und sie macht sich einfach nur Sorgen. Und daher fand ich die Entscheidung auch einfach richtig. Die Mehrheit hat Nathan verteidigt. Ja, haben wir auch gemacht. Auch eine gute Entscheidung. Wenn man sieht, dass jemand geärgert wird, geht man dazwischen. Auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Du hast Rachel gesagt, dass ihr mehr als nur Freunde seid. Dafür hat sich auch die Mehrheit entschieden, für diese Antwort. Also ich finde diese Statistik immer sehr interessant, einfach um zu sehen, wie sich die anderen so entschieden haben und ja, einfach um selber nochmal zu sehen, wie man sich selber entschieden hat und ja, ich glaube, ich habe mich ganz gut entschieden, würde ich sagen. Ich glaube, meine Entscheidungen waren so, ja, die waren gut, so wie ich sie gewählt habe, glaube ich. Wobei ich glaube, dass dieser Typ hier noch irgendwann nochmal vorkommen wird. Ich weiß es nicht, aber ich habe das so im Gefühl. Na gut, hier mache ich jetzt Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wir sehen uns dann in der Episode 2 hoffentlich wieder. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bis dann, eure Inori Epi. No one steals from me! I want my fucking money!